Hallihallo, liebe Menschen, liebe Abonnenten. ja, ich habe wieder was Schönes fertig. Das hier, ja, nur wie der Pullover jetzt heißt, ist von Karin Murig. Das ist ein Shirt. Ich habe es auch schon mal hier drin im Kanal, aber ich weiß jetzt nicht. Ich gucke, also ich schreibe es euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Wie dieses Shirt heißt. Ich weiß es im Moment nicht mehr, weil wie man ja sieht, ich gehe mal näher ran, habt ihr hier dieses über Kreuz gelegte. Ne? Von da nach da sieht man ja auch. Und hier oben, da ist dann der Kopf, da kommt der Kopf durch. So, und hier ist dann natürlich die Ärmelchen dran. Ne? Ja, umgedreht kann ich es euch auch gleich zeigen. Habe ich also auch verlängert, aber alles von der Anleitung Karin Morik, ne? Das komplette Teil ist nur die ganze Anleitung, habe ich nichts dazu gemacht, Karin Morik. So, ich drehe es euch mal eben um. Ich versuche es mal. So, und solange ich das umdrehe. Könnt ihr dann mal hier meinen Arm angucken und ja, Sodele. So. Ist also noch nicht gewaschen. Da ist das Rückenteil, ne? Wird dann eben halt so ein bisschen frei ist es schon hinten. Braucht man ja nicht so lassen, kann man auch hier zum Beispiel so eine kleine Schleife, so einen kleinen Fadenkordel. Wie auch immer durchziehen, wenn einem das zu frei hinten ist, ne? Ja. Farbverlaufsgarnbobbel von Hobby. Ich kann euch den aber nicht mehr verlinken oder hinschreiben, weil ich die Banderole nicht mehr habe. Aber das ist das gleiche Garn, die gleiche Wolle, die ich schon mal hier reingestellt habe. Das Video gibt es schon mal auch mit diesem Shirt. Ich hatte nur Wolle über. Und habe dann direkt daraus noch ein zweites Shirt gemacht. So, und dann noch was Schönes. Und zwar habe ich hier für meine Freundin Christine eine Handstulpe angefertigt. Hier, ja, da sieht man die Zacken. Anleitung Casa di Lana, das Wollhaus. Oder nee, Haus der Wolle. Ich sage immer das Wollhaus. Haus der Wolle. So, und hier habt ihr dann einen kleinen für den Daumen. Habe ich also dran gehäkelt, ja. Das ist also nicht dran gestrickt. Der Rest ist halt eben, ja, das ist aus einem Wollgarn, was ich geschenkt bekommen habe. Kann ich euch also gar nicht weiter was zu sagen, beziehungsweise ihr könnt es euch auch nicht nachkaufen. Es ist auf jeden Fall ist Hobbywolle, das weiß ich. Auch Wolle von Hobby. So, hier hinten habt ihr nochmal dann die Zacken. Kann man jetzt auf der Seite schlechter erkennen als vorne. Da kann ich jetzt fummeln, wie ich will. Ja, aber da sieht man das dann schon noch irgendwie so. Ja, hier kann man es dann die Zacke ganz gut erkennen. Und ja, das bekommt dann, da muss ich noch einen zweiten vorne anfertigen, bekommt dann meine Freundin. Handstulpe. So, und wir machen noch einmal umdrehen. Wir machen noch ein Unboxing. Amazon habe ich gestern bekommen. So. Ich stelle euch mal dafür in die Couch rein. Nee, da seht ihr ja die Couch. Das ist ja auch genau. Ich bin aber auch wieder hier doof in der Birne. Ja. Ach Mensch. So. Ich weiß, was drin ist, aber ich wollte es halt auch mit euch selber zusammen auspacken. Ja, es ist wieder für die Ewigkeit verpackt. Warum, weiß man nicht. Oder ich mache es mal einfach von der falschen Seite auf. Aber wozu hat man eine Schere im Haus, ne?
So, mal eben gucken, ob ich jetzt aufbekomme. Ja, sieht gut aus. Ja. Ach du lieber Gott. Okay, davon habe ich 2 Stück bestellt. Oh je. Ja, das war dann wohl stark vergrößert. Ich hole euch mal wieder ran zu mir. Und drehe euch mal direkt um. Och Gott, nee. 50 Gramm, 200 Meter Lauflänge. Also wer das unbedingt gebrauchen möchte, haben will, der kann es sich gerne kaufen. Ich kann es euch auch verlinken, ist kein Problem. Ich hoffe, es ist kein Problem. Ansonsten schreibe ich es euch unten hin. Es ist also schwarze Wolle. 100% Baumwolle. Ich versuche es mal so. Ja, 100% Baumwolle. Das ist das einzigste Gute. 50 Gramm. Wo stehen die 50 Gramm? Muss ich mal eben kurz schauen, wo das hier steht. 50 Gramm, wo steht es denn? Ja, da steht dann schon wieder die Farbnummer und die Artikelnummer. Farbnummer. Ja, und wo steht das mit 50 Gramm? Steht hier gar nicht in der Tüte. Das finde ich jetzt nicht mehr so schön. Steht es auf der Banderole irgendwie? Hier oben drauf? Nö. Aber ich weiß, dass es 50 Gramm sind. 50 Gramm, 200 Laufmeter in schwarz. Ja, dann. Steht es hier irgendwo? Nee, nicht wirklich. Ja, dann eben nicht. Oder steht es da zufällig? Ja, ich habe es gefunden. Gott sei Dank. Ja, noch nicht mal 200 Gramm. 50 Gramm, 170 Laufmeter. Och Gott, nee, Leute. Ja, und davon 2 Stück. Supi. Och, was ein Quatsch. Oh. Ja, und das kam pro Stück 3,95 Euro. Halleluja. Davon kriegt man ein paar Socken in Größe 42 hin. Ja, mehr auch nicht. Ja, gut. Und ich habe mir noch eine kleinere gekauft von Progress für 10 Euro gerade. Der ist noch in meinem Trolley drin. Mache ich gleich ein extra Video. Sonst ist es, wird das, glaube ich, für euch zu lang, das Video. Ne? Jo, ich melde mich dann gleich nochmal. Erstmal dann, bis später.